Vorher aber gehen wir zum ältesten Karnevalsverein Deutschlands. Und wer hätte gedacht, der ist bei uns in der Ronnenregion in Frankenthal nämlich. Und dort ist meine Kollegin Julia Stankewitz in Frankenthal im Supermarkt. Und ich nehme mal an, Julia, das hat was mit dem 11.11. zu tun. Ja, so ist es. Also noch sieht es hier wenig nach Karneval aus, aber das soll sich morgen am 11.11. ändern. Und bei mir ist jetzt der Vizepräsident des Frankenthaler Karnevalvereins. Was wird denn morgen hier stattfinden? Ja, es sieht noch nach Supermarkt aus, doch morgen starten wir fröhlich in die neue Fasnachtssaison mit einer närrischen Weinprobe, stellen unseren neuen Orden vor und geben auch bekannt, wer zum Ritter der Hobelbank geschlagen wird. Ritter der Hobelbank, was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen? Ja, das ist ganz fasnachtlich ein Kreis aus besonderen Personen, die wir in den Ritterstand schlagen. Und da sind Personen aus der Zeitgeschichte, aus Frankenthal, aus der Gegend, aus der Pfalz. Und die schlagen wir zum Ritter auf eine Hohlbank. Wer war das bisher alles schon mal? Na gut, wir hatten Harald Glöckler, wir hatten Horst Eckel, wir hatten Kurt Beck zum Beispiel. Wir hatten also ein buntes Programm dabei, ja. Jetzt wird ja eigentlich morgen erst der Ritter der Hobelbank für diese Saison verraten. Würden Sie uns exklusiv einmal vorab verkünden, wer es denn dieses Jahr sein wird? Gerne mache ich das. Wir freuen uns vom Frankenthaler Karnevalverein, dass wir in dieser Saison die Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Ritter oder zur Ritterin der Hobelbank schlagen dürfen und freuen uns schon auf die Veranstaltung. Alles klar, vielen Dank und zurück. Dankeschön, Julia. Also Malu Dreyer bekommt nach dem Saumagenorden jetzt also den Hexenorden. Dankeschön nach Frankenthal.